Guten Morgen. Es ist jetzt schon wieder kurz vor 10. Ja, wir haben heute Morgen unseren Spaziergang gemacht und ich habe mir wieder einen Brombeerblättertee gemacht. Und danach sind wir wieder ins Zelt und sind echt nochmal eine Runde eingepennt. Aber es war sehr schön, nochmal ein bisschen entspannen heute Morgen. War mein Kreislauf nicht so gut. Also ich kenne das vom Fasten, dass morgens gerade die ersten Stunden nach dem Aufstehen oder die erste halbe Stunde eigentlich sind so die schwierigsten. Da ist der Kreislauf halt einfach noch ein bisschen down. Und es war heute aber schon sehr extrem. Ja, ich muss mir jetzt echt überlegen, ob ich das weitermache oder ob ich nicht heute auf gekaufte Rohkost umsteige. Also ja, mein Freund kommt mich jetzt auch ab morgen besuchen und dann wollen wir noch ein paar Wanderungen machen zusammen. Und ja, er wird auf jeden Fall normal essen und ich glaube, das ist das Beste, wenn ich dann auch auf, ja, zumindest auf Rohkost umsteige, dass ich eben was da habe und was essen kann. Und halt dann irgendwie 50% die Rohkost esse und dann mir trotzdem immer noch was aus dem Wald suche. So ein bisschen, ja, zum Zusatz. Das ist jetzt der Plan, weil ich möchte auf jeden Fall meine Kräfte bewahren und noch ein paar schöne Wanderungen hier machen, weil es einfach so schön ist hier in der Pfalz. Ja, meine Hose rutscht auch schon, also entweder die Hose ist ausgeleiert oder ich habe auch schon abgenommen. Ja, und ich möchte auf jeden Fall entgiften, das habe ich ja auch schon erwähnt, das ist mir ganz wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist Rohkost die beste Alternative dazu, zum Fasten. Ja, genau, wir werden jetzt uns noch ein Stündchen hier aufhalten und dann langsam losziehen. Ich gehe dann einfach in den nächsten Ort, wo es auch Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und dann schauen wir mal, was es da gibt. Kreislauf her geht es eigentlich, aber sobald es nur ein bisschen mehr hoch geht, wow, merke ich einfach, dass ich viel weniger Kraft habe. Also Fasten, glaube ich, für mich persönlich, und Wandern geht nur, wenn ich auf jeden Fall unter 10 Kilometer pro Tag gehe und halt sehr langsam, am besten ebenerdig. Aber es kommt auch immer darauf an, wie viel Kilo man hat, wie viel Fettreserven man hat, wovon der Körper beim Fasten zehren kann. Und die habe ich jetzt nicht so extrem, die Fettreserven. Boah, man will nicht aus der Atem, ey. Ja. Nach dem Einkauf ging es von einer einzigen Nektarine wundervoll gestärkt mit dem Zug die eine Station zurück zum Zeltplatz. Meine Ausbeute bestand aus Nektarinen, Äpfeln, Bananen, Birnen, einer Gurke und Oliven und Leckerlis für Manu. Den Rest des Tages haben wir uns nur noch ausgeruht.